Hallo Leute, ja, wir sind zurück in unserem Lager. Wir haben, lasst uns mal gucken, das war 4. Rechtsklick reparieren und dann auf Herstellung. Und dann sehen wir, hier ist das der Bienenstock. Den können wir jetzt bauen für die Bienen. Das sollte nicht das Problem sein. Das Problem ist eher, dass wir erstmal ein Dach drüber haben müssen, damit die immer zufrieden sind, glaube. Da muss man irgendwie so ein Häuschen drum bauen, damit das klappt. Und das nächste, was wir haben, ist, dass wir eine geeignete Stelle dafür haben, ne? Das heißt, hier müssen wir jetzt erstmal wieder raus. Und ich würde jetzt tendenziell erstmal sagen, ihr guckt das Logo und danach schauen wir, wo wir die Bienenstöcke hinstellen, wenn wir dann irgendwann auch mehrere machen wollen, ne? So, dann gehen wir mal rum. Ich habe jetzt so gedacht, dass wir das hinterm Haus machen. Hier, Tür auf. Warum kann ich jetzt? Ach so, weil ich wahrscheinlich nicht das richtige Werkzeug ausgewählt habe. So, dann machen wir aber wieder zu. Habe ich schon jemanden gehört hier gerade? Ich glaube nicht, oder? Doch, da flitzt schon einer rum. Okay, alles klar. Kommt er hier hin oder nicht? Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, hier habe ich gedacht, stellen wir die Bienenstöcke hin. Wie man sieht, ist der Boden so ein bisschen doof schon gearbeitet. Da müssen wir mal gucken, dass wir es hinkriegen. Wenn ich da gucke, dann müsste bei dem neben der Tür die passende Höhe eigentlich sein, ne? Dafür müssten wir jetzt mal unser Werkzeug da benutzen. Mit der 3 ist das das Richtige. Boden einebnen ist auch richtig. Und ich glaube, wir müssen da oben drauf stehen, damit das so funktioniert, wie wir das haben wollen. Und das wäre jetzt hier. So, jetzt müsste das alles wieder hochkommen. Tut es jetzt nicht so wirklich. Oder doch? Doch, es ist höher gekommen, ne? Ja. Ja, wir gehen noch mal hier hin. Vielleicht klappt es ja dann doch noch. Oh, jetzt kommt einer. Jetzt müssen wir doch gerade ihm sagen, dass er hier nicht zu Hause ist. Okay, gut. So, dann wieder hier hin. Und wir müssen jetzt hier schauen, dass wir hier den Boden wieder haben. Werkzeug Nummer 3 war das. Einebnen. So, ist es jetzt passend? Jetzt kommt es auf jeden Fall höher, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das jetzt so richtig ist. Ja, ich glaube, wir sind jetzt hier schon überall höher gekommen. Aber da hinten passt es noch nicht so ganz. So, was macht die Hausecke? Oder ja, das mochte er jetzt nicht so wirklich, ne? Oder? Man sieht an diesem Kreis ja auch, ob er aufschüttet oder nicht aufschüttet, glaube, ne? Und eigentlich sollte er jetzt aufgeschüttet haben, aber ja, war es jetzt nicht, ne? Aber das ist kein Tool für mich, habe ich schon gemerkt, ne? Noch passt's. Wenn ich da jetzt mache, was passiert? Er macht es noch tiefer, oder? Hat er es hoch gemacht? Ne, er hat es tiefer gemacht. Ich möchte aber eigentlich gar nicht tiefer. Das ist mein Problem. Ich möchte ja eigentlich, dass diese Höhe beibehalten wird. Jetzt besser. Ja, ich weiß es nicht. Also zurzeit würde ich sagen, das klappt irgendwie nicht. Vielleicht müssen wir hier einmal das Tool nehmen und dann da einmal was hochsetzen, ne? Das ist natürlich an der schlechten Stelle geklappt, ne? Einmal Rechtsklick mit raus und dann ist der Fokus aus dem Bild raus sozusagen. Das ist ganz schlecht. So, jetzt noch mal das Ganze hier. Aber wenn ich das jetzt ebnen möchte, wie funktioniert das denn jetzt? Ist das jetzt so richtig? Könnte sein, ne?
Ja, dann hätte ich es jetzt hier. Müsste ich jetzt das. Da fehlen mir jetzt Steine, super. Ist das hier was zum Aufheben? Nee, ne? 5. Was ist das für Material? Okay, Steine waren es. Die brauchen wir ja auch. Und dann lass uns dieses auch noch nehmen. Wo bin ich denn jetzt mit meiner Maus? Okay, ich könnte was zu essen vertragen. Das wollen wir mal machen, damit die Ausdauer wieder hochkommt. Und das passt schon mit Ausdauer. Gesundheit, Ausdauer mehr. Brauchen wir jetzt mehr Ausdauer? Was sind die 3? 15, 10? Ja, passt. Dass sich das so eisenmäßig anhört, ne? Finde ich schon krass. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hier aufarbeiten dann. So, hier nochmal rechtsklicken. Ne, mit dem falschen Werkzeug aber so. Passt eigentlich. Und jetzt müsste ich das mal da so hinsetzen, oder? Jetzt wieder rechtsklicken. Jetzt müsste ich mal gucken, dass wir hier das passend einebnen. So. Ja, ich habe jetzt wirkliche Schwierigkeiten, weil das Spiel immer den Fokus verliert. Mein Mauszeiger verlässt dieses Fenster. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ab und zu passiert das wohl. Aber jetzt habe ich hier zwar was aufgeschüttet, bringt mir aber irgendwie nichts, ne? Oh. Ja. Was machen wir jetzt? Ich muss wieder was aufschütten. Eigentlich hier. Ich habe jetzt rechts geklickt und den Fokus aus dem Fenster verloren. Toll, ne? So, vielleicht hier hinten nochmal. Fehlende Voraussetzung, kein Stein mehr, super. 5 und dann den großen da mal genommen, oder? Der steht uns ja sowieso im Weg, oder? Ja, den haben wir jetzt aber abgebaut, glaube ich. Noch zweimal, oder? Fähigkeit haben wir verbessert, Stein ist weg. So, das sieht jetzt erstmal so aus, als ob der tatsächlich sehr ordentlich hier das hochgemacht hat sogar, ne? Irgendwo kommen welche. Da ist er. Gut. Wieder auf dieses andere Werkzeug. Aber das bringt mir gerade nichts, weil ich glaube, wir müssen jetzt erstmal eine Runde schlafen. Das war jetzt auch viel zu hoch, glaube ich, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. So, muss hier auch noch höher. Wieder keine Steine, okay. Dann müssen wir mal. Ne, 5 war das, ne? Ja, 5. Nochmal hier diesen Stein hier holen. So, jetzt haben wir die Steine. Und da rechts, das ist alles so niedrig, ne? Die ganze Wand schwebt da rechts. Das gefällt mir überhaupt nicht, ne? So, jetzt ist das passend. Jetzt müsste ich schauen, dass ich jetzt das nehme.
und hoffe, dass wenn ich das jetzt hier abbaue, das genauso ist, wie ich das brauche. Ja, ich glaube, jetzt sind die Palisaden hier auf dieser Seite noch passend, ne? Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das jetzt hier in der passenden Höhe ist. Ich hoffe es. Die Kreise sagen eigentlich ja. Oh, Feuer ist hier, das ist schon mal warm. Hier passt auch noch was nicht. Ich fange an zu frieren, ja, weil ich zu weit weg vom Feuer bin, ne? So. Jetzt ist aber zu dunkel, ich sehe nichts mehr. Ich würde sagen, wir gehen erst rein, legen uns ins Bett und schlafen eine Runde und hoffen, dass wir dann gleich das besser hinkriegen. Und wie gesagt, mein Feuer ist hier irgendwie an einer doofen Stelle, ne, oder? Naja, gucken wir mal, dass wir schlafen können. Das ist jetzt das Nächste. Geht. Nicht schlecht. Gut, eine Übernachtung. Diesmal träumen wir nichts. Ne, sieht wohl nicht so aus. Fühlt sich ausgeruht, geruht und gemütlich, sehr gut. So, draußen ist es jetzt vielleicht ein bisschen neblig, aber dadurch kann ich vielleicht auch was sehen, oder? Kann das sein? Ja, es könnte sein, dass ich dadurch was sehe. Ja, es sieht auf jeden Fall erstmal so aus. So, Dreier war das. Ich glaube, jetzt sind wir auf einer Ebene, die wir mitarbeiten können, oder? So. Ich weiß jetzt zwar nicht. Ja, doch, ich glaube, das ist alles hier erstmal safe, oder? Ich möchte da jetzt nicht nochmal versuchen. Ne? Das, ja, das, ich glaube, hier geht er dann ein Stück tiefer zu bauen. Ne? Das lassen wir mal besser mit dem Umschalt links. So. Ja, hier ist er eigentlich noch ein bisschen zu hoch, ne? Oder? So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den Hammer rausholen. Ne, das war 4, ne? Rechtsklicken und dann bauen. War das bauen? Ne, das war verschiedenes, ne? Oder? Ne, doch, hier ist er, die Palisade. Und die will ich jetzt eigentlich hier erweitern, ne? Oh no way, was hat er jetzt gemacht? Ah, ich habe Rechtsklick gedrückt, ne? Das war jetzt nicht so dolle, ne? Ich wollte eigentlich nur drehen. Und das hat er irgendwie wieder mal hier nicht so gemacht, wie ich das wollte. So, und jetzt möchte ich das hier eigentlich ein Stück nur verlängern. Keine Ahnung, wann das Holz uns ausgeht. Aber zurzeit sieht das erstmal so aus, wie ich es mir vorstelle. So, 90 Grad Ecke. Passt. Aber jetzt haben wir kein Holz mehr. Jetzt müssen wir Holz haben. Aber genau das wollte ich jetzt tun, ne? Hier so weit darüber. Aber hier fehlt es dann noch tatsächlich auch an Land. Ja, ich würde sagen, ich werde das mit dem Land aufschütten hier machen, werde dann die Palisade rumbauen und in der nächsten Folge sollte das dann fertig sein. Ne? Ihr guckt in der Zeit dann irgendwelche anderen Videos von mir und ja, danach in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!